Erstmal, jetzt kommt meine Ablenkstrategie. Ja, ich habe mir gestern so einen Kuli gekauft. Und hallo und herzlich willkommen zu Ich bin ein YouTuber, holt mich hier raus. Ja, wir haben endlich das Haus gefunden. Und jetzt dürfen meine Mitstreiter auch mal auf den Server. Also okay. Was heißt Mitstreiter? Meine zwei Teilnehmer. Teilnehmer. Ich werde eure Spawnpoints setzen und euch danach teleportieren. Ihr werdet alle 5 Parts, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und wenn, dann habe ich 2 gesagt. Euren Standort wechseln müssen. Ihr müsst also eine neue Unterkunft bauen, also baut nicht zu große Häuser. Ach so, okay. Dann lass mal gleich das Haus nochmal neu bauen. Wir haben ja eh noch nicht wirklich viel gemacht. Ja? Joa. Also dann lassen wir das irgendwie zu Ende bauen und dann. Ja, bis 5. Folge haben wir ja eh noch. So, Zeit. Meine Zuschauer fragen sich jetzt sicher, was ich hier mache. Ich habe offscreen aus Versehen schon mal angefangen, eine Prüfung zu bauen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denke ich, ich habe nichts Besonderes gemacht. Ja. Ich das Haus verkleinere, dann haben wir mehr Holz nachher noch. Genau, mal. Und vor allem, ich fange auch schon mal an. Haben wir jetzt keine Axt mehr? Ja, nee, ich habe deine genommen. Ja, ich mache noch eben eine, das lohnt sich schon noch. Oder? Nö, eigentlich nicht. Ah, okay, stimmt. Gut, du kannst ja schon mal die Schicht da hinten höher bauen. Was ist da? Warte. Bis wo denkst du denn, das Haus sollten wir machen? Genau. Vielleicht hier. So. Dann einfach gerade bis da drüben oder wie? So ein Halbkreis. So vielleicht. Ja, okay. Ja. Ich habe auch noch Holz hier in der Truhe, von daher. Gut. Also demnach, Zuschauer, es wird keine schöne Baufolge. Es wird wunderbar schönes Baufolge. Einfach knallhart so. Dann beschließe ich jetzt hier, dass hier die Tür hinkommt, so. Fertig. Ich beschließe auch, dass hier eine Eisentür hinkommt. In der Prüfung, die ich gerade baue. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal Holz farmen gehen. Oh, so viel Eisenerz hier, so schön. Ja, baue ich mir doch mal ein. Wie viel schönes Eisenerz hier zu finden ist, dass ich... Seid ihr hinten da mal leise? Ich sagte leise, dass ich wegen der Prüfung zerstören muss. Oh, das tut mir jetzt so leid. Ich habe doch noch Holz gefunden, aber wir müssen trotzdem noch mal... Jo, ich baue ja gerade die Bäume in der Nähe ab. Ja. Ah, ich sollte ja nicht rennen, stimmt. Nee. Ich hab vergessen, dass wir nicht rennen sollten. Wir haben nicht unendlich Nahrung. Ja, und diesmal müssen wir die Prüfung echt schaffen. Oh ja, das wird jetzt nicht allzu schwierig, das versichere ich euch. Ne? Ich bin mal gespannt, wer überhaupt muss. Ich meine, das ist ja mal so die Frage. Mhm. So, ich hab schon mal wieder ein bisschen mehr Holz. Ich hab schon wieder 28. Ich mach aber noch einen Baum. Und spring dir das dann gleich mit. Also oh, was habe ich hier für eine schöne Höhle gefunden, die ihr allerdings nicht benutzen könnt, um ja dort das Eisenerz, das dort zu finden ist, überall abzubauen. Nein, ihr müsst leider über dieser Höhle eine Prüfung durchführen. Immer eine Frage, wir dürfen aber doch schon farmen gehen und so, ne? Ja, aber nicht. Essen. Kein Essen. Ja, genau. Das Höchste, was ihr an Essen erfahren dürft, sind Spinnenaugen und verrottetes Fleisch. Was denn hier? So ein tiefes Dach? Ja doch, wenn wir sparen wollen, dann reicht es auf jeden Fall. Und ihr wechselt in Part 5 wieder über Haus aus. Deswegen. Aber ein bisschen Rüstung wäre auch schon ganz gut wie Nacht vom Monster, oder? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal mein Schwert wieder rausnehmen hier. Ach nee, meins war jetzt angefangen. Du hast ja eins gemacht, glaube ich, noch. Glaube ich, das erst gemacht. Keine Ahnung. Ja, guck, die Sachen lasse ich drin. Ja, einfach rotes Fleisch, das müssen wir uns gut aufbewahren. Wie wichtig verrottetes Fleisch doch sein kann, irgendwie.
Ja. Komisch. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, das reicht immer noch nicht. Ja, dann gib mir kurz die Axt. Die Axt. Die ist fast kaputt, leider. Ja. Also wie normal Fichtenholz, ist das ne? Ja. Einfach die Bäume hier, die überall rumstehen. So. Ich glaube, der Baum ist am nächsten. Wir bauen nicht mehr so viel, oder? Boah, es ist hier so lang zu schleichen. Ein bisschen schon noch. Also vielleicht 2 Bäume oder so, damit wir noch ein bisschen Vorrat für Werkzeuge haben. Okay. Und ich baue in der Zeit, suche schon mal ein bisschen nach Stein oder sowas. Da oben ist nämlich Stein. Ich meine, es bringt uns zwar nicht sonderlich viel, aber wenigstens Steinwerkzeuge. Ich meine, Ofen bringt uns ja nichts, wir haben ja kein Fleisch. Mein Schwert haben wir ja schon. Ach nee, genau, wir haben das, glaube ich, bekommen, oder? Klar, das war's doch. Ich weiß gar nicht mehr, oder wie haben wir das? Steinschwerter. Das habt ihr einfach bekommen. Ja, ne? Standard. Aber trotzdem mal ein bisschen Holz ab, kann ja nicht schaden, ne? Ja, ich mach. Ich meine, so lange bis die Axt kaputt ist, so einfach geht das. Ich meine, die hat eh nicht mehr viel. Ich frag mich, wo der gerade das Objekt erzeugt hat. Das musst du eigentlich wissen. Okay, die Axt ist kaputt. Ich habe 11 Stämme. Das sollte reichen. Ja, baust du noch das Dach zu Ende und noch eine. Wie ist das mit der Tür? Ja, auf jeden Fall. Gut. Da kriegen wir jetzt neuerdings 3 Türen raus. Was? Manchmal ist das cool, aber manchmal ist es auch einfach völlig unnötig, so viele Türen rauszubekommen. Okay, so natürlich. Riesig. Ich meine, wenn man jetzt aus 6 Holz anstatt einer 3 Türen rausbekommt, ist es natürlich gut. Ich meine, aufwand können wir uns die natürlich. Klar. Ah, englischen Ofen können wir doch gebrauchen, wenn wir mal Eisen finden. Einen englischen Ofen? Eigentlich einen Ofen. Können wir auch. Keinen englischen Ofen. Ja, natürlich, ist klar. Wie sehen denn englische Öfen aus? Frage ich mich gerade auch. Ja, du hast doch englische Öfen gesagt. Sag du es mir doch. Eisen. Schon Eisen gefunden. Hast du auch eine Steinhacke? Nee. Du kannst mir. Warte, ich gehe gerade zur Werkbank. Hier ist ja direkt das Haus, habe ich wohl vergessen. Soll ich Fenster einfach mal als Fenster Löcher machen, einfach damit es am Tag hell ist? Ja, aber nur so einer Löcher, sonst kommen die Viecher durch. Ja. Und hast noch ein bisschen Holz? Ja, ich hab noch Sticks. Ist schon gut. Erstmal reicht's so. Ich tue es in die Truhe, wollte ich eigentlich gemacht haben. Ist klar, ich will durch eine verschlossene Eisentür gehen. Tja. Wenn man es kann, dann. Dann mache ich uns nämlich noch einen Ofen. Den müssen wir dann immer schön mitnehmen, wenn wir die Behausung weg. Der ist für Eisen. Den stelle ich einfach mal hier hin. Ich meine, irgendwo Löcher hin ist so der. Hier ein bisschen Stein, hier noch was Erde. So, und dann baue ich mal gerade das Eisen ab. Wenn du Kohle findest, müssen wir erstmal Fackeln machen, das ist auch wichtig. Ja, ich kann gleich mal suchen. Mir ist nur gerade da hinten direkt das Eisen aufgefallen, da war ich ein bisschen aufgeregt. Ja, kann ich verstehen. So, ich mach mich erstmal. Oh ja, nicht gerade hier nicht. Ich mach mich erstmal auf jeden Fall eine Axt. Oh ja, ich habe viel gefunden, viel Eisen. Reicht schon mal für einen Brustpanzer. Oh, genial. Ich habe auch Eisen. Ich habe 9 Eisen oder so auf einem. 10 Eisen auf einem Haufen. Cool. Richtig genial. Ich habe auch ganz viel Eisen schon gefunden, aber ihr könnt es leider, wie gesagt, nicht benutzen. Wo bist denn du überhaupt? Hinter dir. Hast du da bei der Prüfung am Bauen. Ja, genau, wir bräuchten mal Kohle. Ja, genau. Sollen wir einfach Holzkohle machen oder sollen wir nach Kohle suchen? Ja, ich habe gerade eine Axt gemacht, dann kann ich. Ich mache einfach Holz. Ach, hier sind die gespawnt. Ja. Wieso auch immer. Hier bei weglaufen. Dann waren die Stämme nämlich nicht um, ne? Selbes Prinzip, was die Prüfung angeht, wie beim letzten Mal, das Zufallsprinzip. Achso, wer rein muss. Okay, aber sag uns vorher Bescheid, ne, bevor du uns wartest, weil wir müssen noch Sachen ablegen. Ja, also geht am besten zu eurem Haus. Ich bin gerade weggegangen. Ja, dann mach noch gerade schnell, hol noch ein bisschen Kohle, dann können wir schon mal das Eisen einschmelzen in der Zeit, wo wir die Prüfung machen. Dann hol noch ein bisschen Holzstämme. Gerade. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Weil dann kann sich einer von uns schon mal einen Panzer machen. Huch, Hilfe, ich wurde gerade zum Haustier peht. Oh, okay. Es soll wohl nicht so sein. Totally. Brauchen wir nachher noch länger. Also. Ich lege jetzt auch erstmal alles ab, klar. Ihr schreibt eine Zahl und wenn ich bis 3 gezählt habe, dann schickt ihr sie mit Enter. Wieder von 1 bis 100? Von 1 bis 100, genau. Sagt mir Bescheid, wenn ihr eine
eingetippt hat. Ich hab. Ja. Bereit. 1, 2, 3. Simo. Och nein. So, und in die Prüfung müssen beide. Oh. Okay. Okay. Hab gedacht, nein, ich schon wieder. Warum immer ich? Aber das sind jetzt beide. Tja, und jetzt teleportiere ich euch. Diesmal müssen wir es wirklich schaffen, ne? Ja, wir brauchen Essen. Ich bewege mich noch nicht, ne? Ja, ja, einfach so wenig wie möglich bewegen. Wir müssen echt sparsam sein. Nein, ich meine, jetzt muss ich gerade. Auch wenn wir Essen haben, trotzdem so wenig wie möglich rennen. Ich kann euch nicht sehen, aber ihr mich. Also ich kann auf jeden Fall sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Raven schon hier ist. Ja, ich bin hier. Weil ich kann dich nämlich nicht sehen. Siehst du uns beide? Ja, ich stehe hinter dir. Hier. Also. Ja, genau. Du bist unsichtbar. Hier in der Ecke. Ah, jetzt sehe ich euch beide, als ich mich gerade unsichtbar gecheatet habe. So, bitte jetzt noch nicht durchgehen. Also ich kann jetzt, wie gesagt, noch Raven nicht sehen. Soll ich vielleicht mal neue Join kurz auf dem Server, dann müsste ich sehen. Mhm. So, und? Ah, da bist du ja. Hey. Bitte noch nicht bewegen. Nö, nö. Keine Angst. Ja. Mach mal nicht. Oh, Hilfe. Oh ne, ich hoffe einfach, das wird... Ja, das ist echt so ein Druck, weil wir Essen brauchen. Ja. Stell mal vor, wir haben kein Essen mehr und dann kommen da irgendwelche Zombies oder Monster an sich oder Creeper. Es kann nur einer zum zweiten Teil der Prüfung kommen. Aha. Dafür müsst ihr euch erstmal duellieren. Das gibt bereits 3 Goldnuggets. Okay. Allein das Duellieren. Gibt schon 3 Gold. Ach, ich glaube, das kenne ich. Ah, ja. Also, zuerst. Ich weiß, von wem du das hast. Ja, ja. Ich weiß ganz genau, von wem ich das habe. Wir alle, glaube ich, wissen das jetzt. Es soll jetzt natürlich keine Nachmache sein. Ich meine, bei diesem gewissen Spiel wurde. Bei dem Original wurden mehrere TNT-Loren benutzt. Also, ich habe nur eine benutzt. So, bei wem es zuerst explodiert? Der stirbt hoffentlich, sonst muss ich ihn wegteleportieren. Und ja, dann, der hat verloren. Muss der dann in die Prüfung? Nein, der Gewinner muss in die Prüfung. Ja, aber wir wollen doch nicht in die Prüfung, sollte nicht er der Verlierer sein. Wollt ihr kein Essen? Ja, doch. Ja, aber ja, egal. Also, der Gewinner muss in die Prüfung. Okay. Ach nee, der Verlierer, gute Idee. Ja, natürlich. So. Fuck, bin. Nee, Spaß. Die 3 Goldnacks haben wir dann sicher, oder? Oder was ist dann... Wenn der zweite Teil der Prüfung nicht geschafft ist, behaltet ihr die 3 Goldnacks und bekommt 3 Brote. Die haben wir das schon mal sicher, okay. Oh, ja. So, also, auf 3 geht's los. Spannung steigt. 1, 2, 3, los! Es ist nicht explodiert! Ich weiß nicht. Simon, bleib mal hinten bei dir. Ich kann ja gar nicht zurückschlagen so schnell. Schlagen ist schlecht, finde ich. Ja, schlagen meine ich nicht. Ich meine, ihr geht so weit vorne, ich kann gar nicht so zurück. Ich weiß gar nicht, ob das hier explodieren wird, weil es geht ja nicht nach unten, nach der Schiene. Bitte geht nochmal alle in eure Ecken und. Raven, schieb das mal wieder in die Mitte. Nein, ich werd. Ja, doch, ich seh nicht Mitte. Oh, sie ist nicht explodiert. Entschuldigung. Jo, ist ja nicht schlimm. Diese Anspannung, ne? Ja, ich will nämlich nicht in die Prüfung. Oder willst du? Ja, okay, es ist natürlich was Besonderes immer vom Survival-Alltag, aber trotzdem. Doch, ich krieg das nicht hin. Ich hoffe, das hier ist weit genug von allem, was beschädigt werden kann, weil das ist ein bisschen... Ja, ich denke schon. bitte, geh zurück. So, gut. Jetzt dürfte es klappen.
3, 2, 1 und go! Eine von mir zurück. Hä? Ich hab die angezückt. Irgendwie will er nichts. Ja, keine Ahnung. Macht richtig. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, die Prüfung zu testen, müsst ihr wissen. Ja, klar. Ja, nur irgendwie passiert auch gar nichts. Nee. Ist ja der Witz. Ist ein Hin und Her. Ah, warte, ich habe eine Idee. Bitte aufhören, ganz kurz stopp. Ja. Erstmal hier schon, ich habe eine super Idee. Okay. Also, das Thema. Die Mitte des Glases hier vorne, wo ihr eben durchgeschaut habt, geht mal bitte in die Mitte. Also, es ist nicht, leider nicht exakt die Mitte. Also, da links, jetzt, rechts jetzt von euch. Ja. Von mir rechts. Von dir links. Ja, genau. Dieser Balken zwischen den beiden Gläsern ist die Mitte. Ja. Zumindest soll es sie darstellen. Ich zähle nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier, guck mal grad. Guck mal auf den Balken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, es war eine Frage. Achso, ja, der Balken ist gemeint. Das war 1 zu viel bei Raven. Oh. Nee, das ist wirklich nicht okay. Und hier am Ende steht bei jedem ein Aktivierungsschild. Oh, ne. Falls die Lore darauf fährt, wird sie mit Sicherheit aus ihr. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. So, ihr dürft allerdings nur höchstens bis zur Mitte. Achso, ja, okay. Bitte. Und nicht auf die andere Seite. Das ist ein bisschen doof, echt. Das ist schwierig. Das wird hart. Erstmal, jetzt kommt meine Ablenkstrategie. Ja, ich habe mir gestern so einen Kuli gekauft und der schreibt so vier Farben. Kennt ihr die? So, 3, 2, 1, go. Ich hab geschoben. Ich hab geschoben. Yay. So? Ich schiebe die ganze Zeit. Ja, toll. Okay. Ich hab zwar geschoben, aber scheiß drauf. Du schaffst das trotzdem. Simra? Drei haben wir schon mal sicher. Die sind da hinten in der Truhe, die du siehst, hinter dir, Raven. Achso. Was ist hinter mir? Eine Truhe. Dort sind 3 Golden Nuggets drin. Die gibst du bitte Simra. Okay. Ja, wo ist denn hier? Ach, da. Welchen ich danach wieder zurück teleportiere. Diese Bruchstücke von Prüfung, die er noch im Inventar hat, genannt Stein, Bruchstein und Diorit, kann er behalten. Kann ich denn gleich zuschauen? Natürlich. Ah, tu erstmal die Goldnuggets in die Truhe. In die Truhe, ja, sofort. Ja, mach ich ja. So, drin. Nee, ich bin rausgespawnt. Erstens, es war Nacht und zweitens, ich wusste nicht, ob wir im Haus vielleicht schon Monster gespawnt sind. Das hätte beides sein können. Ich geh rein, ne? In Raven, oder? Ja. Ich bin hier drin. Ui. So. Das war so witzig. Ui. Schau hinter dich, da müsste so ein Gang sein. Mit einer Tür. Nicht doof? Ich bin nicht. Hinter mich? Hä? Jetzt rechts. Ach, da. Und ja, dort gehst du rein. Und ja, jetzt. Okay. Musst du ein Monster mit der Hand besiegen. Oh je. Vor allem, weil ich schon nicht mehr regge. Oh. Mist. Ich glaub, das wird nix, ne? Egal, wir haben 3 schon mal sicher, das ist die Hauptsache. Ja. Das ist einfach die Hauptsache. Ach, hier ein Brot für dich. Reicht das aus? Ja, es reicht. Danke. Gängchen. Doch jetzt! Jetzt, ja. Oh Gott, jetzt kommt so ein Gast. Tschüss. Nein, das wäre schlecht. Ich hab dich aus Versehen zu mir teleportiert. Ich bin hier noch dran. Ich bugge rum. Apropos. Oh, shit. Ich dachte, ich. Warte. Warte bitte ganz kurz. Ich erhöhe die Decke noch ein wenig. Ich hätte nicht gedacht, dass sie immer noch zu tief ist. Ich meine. Jetzt ernsthaft ein Gast. Ja, der ist mit, glaube ich, einem Diamantschwertschlag tot.
Ja, und vor allem der. Weil er nur, weil er so schwer zu treffen ist. Ach so. Und ich glaube, der wird jetzt auch nicht so dermaßen Feuerbälle abwerfen hier in diesem Raum. Von daher, du schaffst das auf jeden Fall. Wie viele Goldnuggets gibt es dafür? Die restlichen. Das sind? Das werden, wirst du noch sehen. Okay, Raven, toi toi toi, du schaffst das. Ich feuer dich an. Darf ich? Ja, mit der Hand. Hä? Ich dachte, achso. Huch! Ja, hä, das war's schon. Geschafft! Yay! Du darfst die Drops behalten, genauso wie die Kiste, die hier versteckt ist. Oha! Genial, 12 Nuggets. Nur die Kiste selbst. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 15 Brote, das ist gut, das ist richtig gut. Ah, die müssen wir uns richtig einteilen, also jetzt nur alle, wirklich nicht mehr alle Brote in die Truhe. Nur wirklich nehmen, wenn es nicht anders geht. Ja, klar.